Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringenkarte. Wir werden mal kurz auf Feld Nummer 42 düngen, also hier, wo ich bin. Kursgenerierung, ja, sogar 42, passt sogar. Kurs generieren. Zurück und einstellen. So, das läuft schon mal im Wachstum. Gedüngt zu, naja, Prozent. Ups. Ja, dann lassen. Wo willst du hin? Ja, kurz löschen. Ich glaube, verkehrte Feld genommen. Gut möglich. Ja. So, okay. Kursgenerierung, Feld 42. Zurück und einstellen. Wahrscheinlich habe ich noch einen zweiten Kurs dazugenommen und dadurch ist er auf einer anderen Spur gewesen. Ne? Oder einen Trip, kann man nennen, wie man will. So, das ist gedüngt. Anders auch gedüngt. Hier ist er jetzt fleißig bei, beim Gruppe. Und der ist fertig. Das ist super, dann können wir dann gleich zurückfahren. Haben wir ihn zurück und ja, schauen wir mal, ne? Jetzt bin ich schwacher Brust. Wir gucken, ob die richtige Richtung ist, glaubt man nicht. Die Wiese muss nicht gedüngt werden. Aber dann sind wir langfristig schon vorbereitet, dass wir da den Schnitt machen müssen. Und dann mal schauen, ob wir da jetzt schon anfangen oder später. Später ist später, ne? Nicht heute, ne? Also nicht die Folge. Was ich machen könnte. Wir machen nicht Milch verkaufen, ne? Das Milch haben wir da. Und wir könnten die Kälber umstallen, ne? Könnten. Wissen aber nicht. Die Kälber wollte ich alle erst morgen machen, am zweiten Tag. Dass sie ein bisschen mehr, ne? Bevor sie entwöhnt werden, ne? Ich meine, gut. Wenn ich das so kenne, kommen die Kälber gleich am ersten Tag weg. Hat sich wirklich gar nicht angewöhnt, von der Zitze zu saufen. Denn wenn man ein Tier bei, was mit der Schnauze nach oben saufen will, und dann aus dem Eimer saufen soll. Ne? Das war ja gar nicht so einfach, das umzugewöhnen. Das wächst da jetzt überall. Das ist jetzt hier unser Weidenholz und Pappeln. Dass da jetzt überall mal Paddel und Dinger stehen, ne? Die Absicht? Weiß nicht. Kenne ich nicht. Ist mir so nicht aufgefallen, wo es grün war. Ich will so einen Strauch hier vorne rum. Ich kenne Paddeln, die ganz groß werden, ne? Also richtig groß werden. Das ist ein bisschen schwacher Traktor dafür, also auf dem Feld, da macht das nichts, aber hier ist auf der Straße, bergauf, mit so viel Dünger, ne, hinter dran, ne? Ist natürlich nichts. Ja, Krone ausleihen und dann mähen, ne. Dann brauchen wir nicht schwatten, ne. Aber wir müssen dann die anderen Fahrzeuge ran besorgen, ne. Im Anschluss. Das heißt, die Ballenpressen. Die Ballenpressen will ich mir kaufen. Weil wir mindestens noch einmal mähen müssen. Aber jetzt die Krone kostet viel Geld. Das können wir nicht leisten. Beziehungsweise müssten wir richtig in Schulen gehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Normal mähen wollte ich nicht. Und dann hinterher
dass wir doch ein bisschen schneller laufen lassen, ne? Also Ballensammelwagen müssen wir auch noch haben. Aber wir warten mit Mähen, bis es soweit ist, bis es orange ist, ne? So, hier mal ein Kühl nochmal Stroh. Gut. Mehr nicht. Ich brauche mehr Mist. Gut, da haben wir nichts da. Dann muss ich mal schauen. Wo läuft denn andere überhaupt? Die Gärreste. Ja, da haben wir den. Da können wir die Deichsel bauen, können wir mit Gülle fahren, ne? Gülle werden wir noch haben, sicherlich. Oder wir fahren diesen Traktor mal sehen. Wir werden ein paar Baumstumpfen machen, ne? Kommen wir hier hoch? Ja. Upsala. Oh, das kitzelt hier, Strom. So. Oh. Ist aber gefährlich, wie gesagt, wegen der Bäume. Ich kann ich nur da fräsen, wo keine Bäume in der Nähe sind. Sonst haben wir gleich wieder überall. Ja, keine Bäume mehr. So. G, V, B. Das muss ich alle noch arbeiten mit Düngen und Aussaat. Können wir hier ein paar Fräsen machen, ne? Muss ja auch sein, ne? Ich meine, da wo jetzt Bäume stehen, da können wir nicht. Aber hier wo frei ist, da ist kein Problem. Nee, das lohnt sich auch noch nicht wirklich. Das sind gerade noch mal 3000 Liter. Das ist ja auch nichts, ne? Ein paar. Ja, dann macht sie mit dem LKW auch leichter, ne? Dann haben wir auch das Geld für unsere Ballentechnik, ne? Und die Bäume wegfahren. Ich fahre hier mal quer halt ein. Schauen wir, ob wir kriegen können, ne? Eine Möglichkeit, keine Bäume. Denn das, was eigentlich soll, nimmt er sich sofort. Sehe ich, wird sich nicht geben. Wo ist er? Kurz die kleine Karte machen. Nicht mal Kontrolle machen hier. Guter Pferd. Der fährt auch. Der fährt auch. Dünger. Fell kaufen. Ich wollte eigentlich mal ein Fell kaufen. Muss ich mal gucken, was für einen Sinn macht. Also wir haben ja, wir können ja Sonnenblumen ernten und wir können Getreide und Raps ernten. Also
würde 54 wäre ein gutes Feld. Ist glaube ich nichts drin. Liegt brach. Die 53 ist wirklich nicht gut, das ist Hafe. Aber es würde, Hafe würde gehen, ne? Wie sieht es da mit der Beschaffenheit aus? Gedüngt. 53 könnte gedüngt werden noch. Müsste. Gibt es da eine Mission für 53? Wird die Wollen pressen, du. Düngen, düngen. Nur die 53 interessant. Ist die 55, 37, 55, 56. Die 28, die kannst du behalten, du. 58, 19. 33, 57, 58. Feld 11 düngen, ja. Das dauert zu lange, dann bist du auch zur Pleite. Ne, dann 54 nichts drin ist. Und was haben wir noch drin? Überall. Wenn 37 ist nichts. 13 ist, glaube ich, auch nichts. Was wäre eine 40? Benötigt Kalk, ne? Aber das wäre nicht das Problem. Hauptsache, oh. Sonnenblumen. Ist schon ausgesät. Ja, das war drin. Das ist wichtig. Also, ja, also, das wäre noch interessant, ne? 47, was war da drin gewesen? Mais, ne? Jetzt ist Hafer drin. Dann auch überhaupt. Richtung. Laufen Richtung 47, ne? Hafe soll drin sein, ne? Hier ist Hafe. Und schlecht gedüngt. Gar nicht gedüngt. Brr. Wäre aber Stroh, ne? Was würde 47 kosten? Egal was es jetzt. Mission ist nicht mehr bei, ne? 47. 5. Hm. 43, 46. Ne. Was wird es überhaupt kosten? Das ist die andere Frage. So. Land. Was kostet die 47? 1,5 Millionen. Hm. Na, da warten wir noch ab. Vielleicht kommt dann noch ein Auftrag Dünger und so, ne? So. Dann werden wir schauen, ne? So. Der ist bei. Der gruppet. Der düngt noch ein bisschen Rest. Der ist auch dabei, da muss aber jetzt in Gruppe werden. Der kommt dann nun dahin, nächste Folge. Und der ist dann fertig. Und da könnte man die 47 kaufen und gleich düngen. Aber das ist zu spät mit 3 Stunden, ne? Und da ist nicht gedüngt, überhaupt nicht. Da werden wir nicht viel ernten. Was wäre noch für eine Option für ein Feld? 13 können wir uns nicht leisten, das wird garantiert sehr teuer. Meines Wissens kostet er auch 6 Millionen. Ne? Die 28 will ich eigentlich nicht kaufen. Und die anderen Felder sind mal zu weit weg. 37 wäre auch noch eine Option. Da aber für Starrinne ist auch nichts gedüngt. Ne? 46. Die 53. Die 40 ist noch brach. Naja, vielleicht kommt da noch eine Mission oder so. Ne?
So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Tja, wir machen weiter für euch morgen, ich in einer Woche. Ja, dann ist wieder Sonntag für mich und dann ist schon wieder eine Woche rum. Dann nochmal tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen, fürs ein oder andere Mal liken, andere Mal kommentieren. Ja, immer rein damit. Fragen, Anregungen, Tipps, ne? Immer gerne gesehen. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Ne? Nochmal tschüss und ciao, ciao. Bis dann, tschüss.